Land, Ade. Es geht nun fort zum fremden Strand. Ade, du feine Welt, was ein schöner Kerl. So lang! Mein lieb Heimatland, lieb Heimatland. Was ist das denn? Feueralarm! Ah! Bei Feuer immer Ruhe bewahren. Das Fenster. Ich lass mich am Seil runter. Mist. Zu kurz. Ein Land und ein verlorenes Land. Und ein Leben in Gefahr, als der Sand und die Erinnerung daran, dass es früher einmal schöner war. Brennend heißer Wüstensand. Schön, schön, schön war die Zeit. None of him in there. Amino Fiss, du Klingel, du, ja? Na, Tipp, alten Körner, Ramses, was macht dein Rheuma? Ramses. Ramses ist weg. Oh, die Binde hat sich gelöst. Ramses, dir wird ja nichts passiert sein. Ramses. Was machst du denn da? 2000 Jahre in denselben Klamotten. Was würden Sie denn da machen? Und Sie meinen, ich soll mehr Feuer in meine Gedichte legen? Nein, nein, eher umgekehrt. Mehr Gedichte ins Feuer. Kommen Sie rein, die Tür ist so offen. Da, Frau Pasolacki. Guten Tag. Sie sind doch der Polier von der Baustelle, wo mein Mann arbeiten tut. Ja, deswegen bin ich ja hier. Ja, und dat? Da auf der Baustelle in der Bahnhofstraße, wo Ihr Mann arbeitet, da ist das Gerüst zusammengestürzt. So, so. Ja, und alle, die da drauf waren und gearbeitet haben, die sind runtergestürzt. So, so. Ja, und Ihr Mann, der hat da auch drauf gearbeitet. Und jetzt ist er tot. Sagen Sie das doch gleich. Ich schäle und schäle. Anthony, ich glaube, es ist an der Zeit, dem Jungen die Sache mit den Blumen und Bienen zu erklären. Ich hoffe, dass das bis heute Abend zum Dinner erledigt ist. Danke. Morgen, Papi. Guten Morgen, mein Sohn. Deine Mutter und ich, wir sind der Meinung, dass es langsam an der Zeit ist, dass du etwas mehr über diese Geschichte mit den Blumen und den Bienen erfährst. Du weißt doch noch, dass wir letztes Jahr im Sommer in Paris waren. Ja. Und du erinnerst dich doch auch noch, dass wir im Crazy Horse waren. Setz dich. Und dann haben wir doch mit zwei Mädels aus dieser entzückenden Truppe anschließend Champagner getrunken. Ja. Dann haben wir sie doch mitgenommen ins Hotel auf unser Zimmer. Und du weißt doch noch, was wir mit ihnen da gemacht haben. Ja, selbstverständlich, Papi.
Ja, siehst du, genau so ist es mit den Blumen und den Bienen. Moin. Ja, guten Morgen. Was kann ich für Sie tun? Ja, ich möchte gerne eine Annonce aufgeben. Ja, selbstverständlich. Ich notiere gleich mal mit. Was soll das denn für eine Annonce sein? Ja, ich suche eine Frau. Ah, eine Heiratsanzeige also. Und wie ist der Wortlaut? Ja, ein verwitweter Hofbesitzer wünscht Wiederheirat mit Frau, am liebsten mit Trecke. Am liebsten mit Trecke, so das hab ich. Hätten Sie auch gern Bild? Ist das möglich? Ja, natürlich. Erbeten wird ein Bild von der Dame. Na, nicht von der Dame, von den Trecke. Wenn ich auf Reisen bin, lebe ich sehr bescheiden. In einer Hundehütte wie dieser gehe ich gerne in mich. O du Rosenblüte in der vertrockneten Savanne meines Herzens. Du bist wie güldenes Geschmeide, wie ein feuriges Kleinod in einem brackigen Tümpel mit quakenden Fröschen. Wie Jade dünkt mich deine Haut, wie ein Acker, auf den man Küsse säen muss, um Gänsehaut zu ernten. Oh, Entschuldigung, Durchlaucht, aber das kann ich nicht zulassen. Ich meine, ich bin doch nur ein Spielzeug für euch, eine kleine Dolmetscherin zum Vernaschen. Weh mir, weh mir, weh mir, ich, der Emir des Emirates Elemans, sprießender Spross des sprudelnden Spritz, ich lege mein Herz auf meine Zunge und sage dir, in meinem Land kommt zuerst Allah, sein Segen möge auf mir ruhen. Dann kommt lange Zeit nichts und dann kommt Allahs exquisiteste Schöpfung, die Frau. Dann kommt wieder lange nichts und dann kommt dieses abstoßende, wurmartige Geschöpf namens Mann. Entschuldigt, Euer Hoheit, ich wollte Sie nicht beleidigen. Gut, du Taube der Reinheit, dann werde du meine Frau. Ich? Mein Herz hat die Wahl getroffen. Ich bin nur Sardine. Das kommt alles so überraschend. Sie können jetzt servieren. Ich meine, Sie müssen mich verstehen. Herrje, ich verstehe den Grund deines Zauderns. Ich bin dir zu dick. Oh nein, 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 das Problem liegt ganz woanders. Ich habe mit Männern schlechte Erfahrungen gemacht. Ganz, ganz schlechte Erfahrungen. Und ich habe mir geschworen, mich nie wieder zu verheiraten. Denn die Männer behandeln uns Mädchen schlecht. Sie lügen uns an und sie betrügen uns. Und sie interessieren sich nur für Fußball und fürs Kartenspiel und... Nein, Euer Hoheit, das würde nicht gut gehen. Oh, du Tau meiner Morgenröte, ich verstehe dich. Aber deine Sorgen sind völlig unbegründet. Lass mich dir erklären, wie mein Wochenanfang aussieht. Zum Beispiel ein Montag, ein stinknormaler Montag. Ja, das würde mich schon sehr interessieren. Danke, James. Für mich klingelt der Wecker um 7:30. Und während du noch deine seidenen Kissen liebkost, bereite ich dir in der Küche ein kleines Frühstück. Und während du dich sättigst, gehe ich und hole dir die Arbeit für den Vormittag. Die Korrespondenz. Meine Arbeit? Sie meinen, ich erledige für Sie die internationale Post? Nein, du beliebst zu scherzen. Das sind die frischen Versandhauskataloge aus aller Welt. Armani, Cartier, Tiffany, Qualle, Nackermann. Das alles musst du bis 12 Uhr durchgearbeitet haben und bestellen, was du brauchst. Aber eine Bestellung sollte nicht unter 5 Millionen Dollar liegen, weil uns sonst ständig die Portokasse überläuft. 5 Millionen Dollar? Donnerwetter, das alles bis 12 Uhr. Ja, und was passiert dann, Euer Gnaden? Um 12 ist dann die Ehrenbezeugung aller Bewohner dieses Landes. Ehrenbezeugung? Ja. Alle Männer legen sich auf den Boden und die Frau stellt ein Bein auf die Brust des Mannes und ruft ihm dreimal zu, du Stinktier, du Stinktier, du Stinktier. Ehrlich? Komm, probier's mal.
Stinktier. Du Stinktier. Du Stinktier. Du elendes Dreckstück, du vollgefressene Made. Du rattengesichtige Nachgeburt einer schwindsüchtigen Prärieratte, du. Das hast du so wunderschön gesagt, du Juwel. Du beschämst mich. Oh, ja, und dann, euer Gnaden? Dann finden die Hinrichtungen statt. Dann das Mittagessen und dann wieder die Hinrichtungen. Hinrichtungen? Um Gottes Willen, wer wird denn hingerichtet? Vor dem Mittagessen die Kartenspieler und nach dem Mittagessen die, die heimlich die Sportschau geguckt haben. El Alamein. El Al... Danach bin ich für 2 Stunden beschäftigt, während du dich um deine Körperpflege kümmerst. Massage, Baden, Friseur, Pediküre, Maniküre, Walküre, Kleider probieren für den Abend, Schmuck aussuchen und dergleichen mehr. Und was machen euer Gnaden? Ich bin dann in der Küche und mache den Abwasch. Ja, um 6 Uhr ist Abendessen mit einer eingeflogenen Show aus Las Vegas und danach 5 Stunden Com-Com. Com-Com? Ja, so nennt man bei uns das Telefonieren. So. Ja, und dann, euer Gnaden? Dann breitet die Nacht ihre Flügel über meinen Palast, diese kleine Oase der Sinnlichkeit. Und du schließt dich in deinem Zimmer ein, während ich vor der Tür liege, daran kratze und um Einlass winse. Vor meiner Türe? Ja, und wie lange gedenken euer Gnaden so zu winseln? Nun, ich bin alt. In der Regel nicke ich morgens so gegen 5 Uhr ein. Doch, ich glaube, so ein Leben könnte ich ertragen. Oh, du Dotter meines Entzückens. Mein Herz fällt dir tranchiert zu Füßen. Und was ist so am Dienstag? Dienstag? Dienstag ist eine andere Frau dran. Fertig? Dein Glück. Es war der Butler. Ja, klar. Der Butler. Wie schön. Dann mach das Licht aus und schlaf. Moment mal. Hanoi. Es war das Kindermädchen. Aber das ist doch kindisch, Emil. Jetzt schlaf. Das Kindermädchen kann es nicht gewesen sein. Oh, ich hab's. Es war der Chauffeur. Der Chauffeur. Das geht jetzt schon seit Wochen so. Ich bin bald am Ende meiner Geduld. Du weißt, ich bin grausam in meinen Zorn. Also leg das Buch weg und pflege der Ruhe, klar? Heiliges Blechle, der Chauffeur, der ist ja selber tot. Aber es könnte sein. Warum nicht? Ja, klar. Der Klavierlehrer. Der Klavierlehrer, dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin. Ich warne dich jetzt zum allerletzten Mal. Du weißt, ich komme aus der Gascogne. D'Artagnan war einer meiner letzten Vorfahren. Also lege das Buch weg und schlaf, okay? Ein Klavierlehrer, da wird ja kein Mensch mit am Klavier sein, der Drosseln. Das wäre ja viel zu einfach. Oh, jetzt hab ich's. Das war der Gärtner. Der Gärtner.
Du, der Gärtner. Ich habe dich gewarnt. Aber jetzt ist Fini. Ich kann nicht mehr. Oh, en garde! Du Gärtner bist nett. Mein Gemahl ist tot. Von meiner eigenen Hand gemeuchelt. So ist auch meines Bleibens hier auf Erde nicht länger. Ich hab's. Die Ehefrau war der Mörder. Guten Tag, Frau Direktor. Guten Tag. Wie war doch der Name gleich? Friedrich Schiller. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Schon möglich. Ich habe bis vor kurzem hier in der Gegend Brötchen ausgetragen. Scheiße. Wer ist da? Ich bin der Trudi. Wer ist da? Mach mal die Tür auf, wir haben Schlüssel vergessen. Das kann ja jeder sagen. Ich bin es, Rudi, dein Mann. Das kann ja jeder sagen. Das kann nicht jeder sagen. Mach mal die Tür auf oder ich tritt's ein. Ja. Na, Frau Wasselacki. Annegret, jetzt hör mal. Annegret, jetzt hör mal gut zu. Ich zähle bis drei und wenn bis dahin die Tür nicht auf ist, dann trete ich sie ein. Eins, zwei, drei. Ist er da, Annegret? Sie können mich nicht täuschen. Guten Tag. Guten Tag. Annegret, ich habe dunkle Haare, ein bisschen untersetzt. Also, wie soll ich das sagen? Fett ist der, ne? Und eine dicke Sülze hat er auch. Ja, danke schön. Hast du gehört? Fett bin ich und eine dicke Sülze habe ich. Ja, und am Schulterblatt habe ich so ein kleines Muttermal. So. Mach die Tür auf! Das mit dem Muttermal beweist gar nichts. Das könnten Sie ja wohl gesehen haben. Kokolores. Also da hat sie recht, ne? Das Muttermal, das könnten Sie ja überall gesehen haben. Zum Beispiel in Schwimmbad. Richtig. Oder in der Sauna. Und was ist mit der Narbe am Knie hier? Die gilt dann auch nicht, wa? Nein. Die könnten Sie ja auch irgendwo gesehen haben, ne? Ja, wo denn? Im Dampfbad. Ich war in meinem Leben noch nie im Dampfbad. Das war doch bloß ein Beispiel. Richtig. Also, Annegret, jetzt hör zu. Wir wurden am 1.10.1970 im Bottrop standesamtlich getraut. Wir haben zwei süße Kinder. Also das Süße, das können Sie sich aber schenken, ne? Wieso das denn? Ja, Süße, das bedeutet doch gar nichts. Wir haben zwei Kinder, Herbert und Hilde. Herbert ist 14, hat rote Haare und schielt wie du. Und Hilde ist 9, hat blaue Augen und trägt eine Zahnspange. Unser Hund heißt Ömmes, unsere Katze heißt Buschi. Aber jetzt sagen Sie das mal ganz ehrlich, ne? Das könnten Sie ja nun alles irgendwo rausgekriegt haben. Wo denn, im Dampfbad? Nee, nicht im Dampfbad. Aber zum Beispiel im Standesamt. Oh, Annegret, also, wie kann ich dir denn beweisen, dass ich was bin? Ja, Rudi, dein Mann! Ich habe es. Sie müssen jetzt also irgendein Wort sagen, ne? Was nur Sie und Ihre Frau, die das richtig kennen, zum Beispiel was Intimes, ne? Wie nennt mein Mann sein Dings? Ne, kommt überhaupt nicht in die Tüte. Ne, ne, und nochmal ne. Sind nicht mein Mann, wusste ich's doch. Hast du gehört, Annegret? Was? Sie können doch ruhig lauter sprechen. Ich krieg da doch sowieso alles mit durch die dünnen Wände, ne? Er ist es! Gießkännchen nennen sie ihr den, ne? Ja, meine lieben Zuschauer, das war's schon wieder für heute. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und freuen uns darauf, Sie beim nächsten Sketch